kommt jetzt zur ersten Mod. Die PY Expansion Pack, auch kurz PEP genannt, beinhaltet 380 neue POIs. Was heißt neu? Also da sind sogar POIs dabei noch aus den guten alten Zeiten der Alpha 16, 18, gemacht von Captain Crunch, und auch POIs von Kane sind dabei. Ja, solltet ihr unbedingt mal reinschauen. Wir können ja mal kurz mal schauen, ich kann im Debug-Menü, und wenn wir nach PEP suchen, nach den ganzen POIs, könnt ihr sehen, Multi-Store, Multi-Story, sogar von Warshook ist was dabei. Warshook, ihr wisst, was ich meine. Kennt ja die Mod. Ja, es ist, guckt euch das an, alles mit PEP. 27 Seiten voll. Ist der Hammer. Kann ich euch nur empfehlen. Und wie kommt ihr an diese POIs ran? Na gut, dafür müsst ihr halt eine neue Karte starten und die Welt generieren lassen, wenn ihr diesen Ordner in euren, ja, Mods-Ordner eingepackt habt. Tipp Nummer 1 auf jeden Fall, solltet ihr mal testen. Als nächstes folgt die Food Expansion Mod. Eine meiner Lieblingsmods, denn da geht es schließlich ums Essen. Und ich liebe Essen. Und was gibt Schöneres, als, ja, wenn man seine Lieblingsgerichte auch in seinem Lieblingsgame kochen kann. Wiederbeeren. Wir gucken mal rein, was können wir denn machen? Reis, Burger und Fritten, eine schöne Pizza. Oder ein Grilled Chicken Salat. Ja, aber was braucht man denn dafür? Wie ihr sehen könnt, Brot, Tomaten, also jetzt zum Beispiel für Burger und Fritten, Kartoffeln und Zwiebeln. Und natürlich das gute alte Wildbret. Ja, und in dieser Mod gibt es dann natürlich auch Tomaten zu finden oder die Zwiebeln. Und man kann sie natürlich auch selber anpflanzen, ganz wichtig. So ein schönes Beet voller Zwiebeln, wer will das nicht haben? So, und jetzt, wie ihr hier oben rechts sehen könnt, in Werkzeugen, in diesem funktionierenden Ofen. Das ist der Standard-Kochtopf, Kochgrill, der Messbecher. Aber was neu ist, ist der Electric Mixer, High Quality Cookware und Precision Cooking Tools. Diese drei Tools, die neu sind, die kann man entweder craften, finden oder beim Händler kaufen. Also sehen die Chancen gar nicht mal so schlecht, dass man was hat. Aber wie kommt man dann jetzt eigentlich die Rezepte hier, zum Beispiel Fresh Pizza? Also die ist erst verfügbar ab Stufe 40 in den Magazinen. Also das haben die an die Alpha 21 gut angepasst in dieser Mod, dass man bestimmte Rezepte erst halt ab einem bestimmten Level craften kann. Macht ja auch Sinn. Und zudem gibt es eben halt, wie erwähnt, neben den Tomaten und Zwiebeln auch eben den Salat. Oder eben halt Mehl braucht man. Ries, den Käse für die Pizza, oder man braucht auch Butter in diesem Game. Und Butter und Käse stellt man mit Milch her und Stofffetzen. Milch findet man auch, kann man looten oder auch beim Händler kaufen. Da gibt es eben Möglichkeiten. Selber Kühe gibt es leider nicht, dass man Kühe melken kann. Das ist leider nicht drin. Nun, ich habe mal eben hier 10 Pizzen, 10 Burger. Und wie man sehen kann, Nahrung 40, Gesundheit 14. Maximale Ausdauerbonus gibt es dann auch drauf, 20. Und die Burger bringen noch ein bisschen mehr, 43 Nahrung, 12 Gesundheit, aber auch 20% Ausdauerbonus. Die dritte Mod ist, ja, von niemand Geringeres als von Guns, Nerds and Steel. Auch ein großartiger YouTube-Kanal. Kann ich euch auch nur empfehlen, wenn ihr des Englischen mächtig seid. Schaut da mal rein. Spitzenmäßig geschnittene 7 Days to Die Videos. Und dieser Typ kann nicht nur zocken,
er kann auch anscheinend programmieren und deswegen gibt es diese Mod. Das hier ist sein Logo. Das ist unter anderem auch mit drin. Muss man ja nicht dran machen an die Wand, kann man machen. Aber die Mod hauptsächlich geht darum, dass man Schilder, die man sieht in der Stadt, einfach aufsammeln kann und in seine Base packen, wie zum Beispiel Poster von Mega Crush oder keine Ahnung, Shotgun Messiah Schilder, alles mögliche kannst du eben abnehmen, mitnehmen und bei dir selber in die Base packen, um zum Dekorieren. Das ist ganz gelungen. Das hier sind unter anderem die Poster, die man sich an die Wand hängen kann, die Atom-Junkies Poster zum Beispiel oder auch Bretzels, Eye Candy, natürlich Port Bites, gibt es auch Werbung für, oder Goblins O's, die berühmten Cerealien hier, das Hacker vom Hacker Candy, Heels Bar Candy, Jailbreaker Candy, kennt man ja alles, ihr kennt das, was man damit machen kann, Gold Crusher. Und die Nerdheads. Ja, oder hier diese Schilder, wie gesagt. Kann auch die Open-Schilder mitnehmen. Alles Mögliche an Postern. Alles, was man so im Game findet, kann man abnehmen, mitnehmen und halt, wie gesagt, seine Base damit schön dekorieren. Dann die nächste Mod. Kann ich schlecht demonstrieren. Muss man so sehen, und zwar ist es auch von ganz nerdsen Stil, da geht es um das Wetter. Weniger Regen ist auf jeden Fall gesagt, weniger Nebel. Also auf jeden Fall hier im grünen Biom. Finde ich ganz schön. Dafür ist es natürlich in anderen Biomen, gerade im Wasteland, natürlich ungemütlicher, so wie es eben sein soll. Das ist auch völlig in Ordnung und dass es im Schneebiom eben halt vermehrt schneit. Aber so soll es eben sein. Finde ich, ist eine schöne Sache, dass man nicht ständig dem Regen hier ausgesetzt ist. Danke dafür, ganz neu zum Stil. Leute, jetzt kommt die nächste Mod und wie ihr sehen könnt, ist hier ganz schön was los auf den Straßen. Wohl, das waren nicht alle. Wo sind die anderen denn hin? Wir spawnen noch mal ein paar dazu, damit ihr ungefähr eine Vorstellung davon habt, was euch erwartet. Ich habe nicht den Heim dabei. Oh. Ich bin noch weiter geschlagen. Und so wie es aussieht, werde ich sterben. Nein, werde ich nicht, weil ich kurz in den Gottenmodus gehe, damit ich euch das erklären kann. Also, Leute, es geht um die ganz Nerdsen. So, um die ganz Nerdsen Stil Hellish Horde Mod. Bis zu 40 Zombies können in einer Wanderhorde aufkreuzen. Das, wie gesagt, können euch zu jeder Zeit an jedem Ort überraschen. Das ist das Spannende eben daran. Das macht schon Laune. Wie ihr sehen könnt, gibt es hier vermehrt Lootbags. Das ist auch eine Mod, wenn man die Chance ein bisschen erhöhen kann auf Loot. Aber die stelle ich euch beim nächsten Mal vor. Hier ging es mir jetzt einfach um eine Wanderhorde. Die Research Skill Magazine Crafting Mod verspricht genau das, wie der Name ist. Man kann sich Magazine craften. Alles, was man dafür benötigt, ist Papier und eben Research Data. Oder Data. Ja, aber wie kommt man an diese Research Data? Dafür braucht man Folgendes. Mal gucken, wo habe ich das denn hingepackt? Ach, hier. Bücher.
Bücher, die ihr im Loot findet, könnt ihr scrappen. Wie ihr sehen könnt, haltet ihr Research Data 10, 15. Und dann brauchen wir noch Papier. Nehme ich mal hier mit und gehen an diesen Research Desk ran. Und hier seht ihr schon links die ganzen Zeitschriften, die man auch im Loot finden kann, kann man jetzt auch craften, wie zum Beispiel die Forger Head, damit man schneller an, ja, damit man schneller an zum Beispiel den Schmelztiegel kommt oder die Bergbank. So als Beispiel. Na, finde ich auf jeden Fall ganz gelungen. Macht auch Laune, dauert auch nicht allzu lange. 5 Magazine craften in Minute 15. Das ist doch nur fair. Wir warten mal ab, bis ein Magazin fertig gecraftet ist, damit man auch sehen kann, dass es funktioniert. In der Ausgabe sollte das eigentlich landen. Da haben wir es schon. Und dann benutze ich einmal Forger Head. So. Dann bin ich bei 12 von 75, wie man da gesehen hat. Funktioniert also wunderbar, die Mod. Ja, und da wird noch weiter gecraftet. Also, wie gesagt, Leute, damit könnt ihr jegliches Magazin craften. Manchmal findet man ja bestimmte Magazine auf Teufel komm raus nicht. Und naja, damit hat man die Möglichkeit, doch das zu schaffen, was man sich vorgenommen hat. Viel Spaß mit der Mod. Die nächste Mod heißt Devs Auto Miner, auch für die Alpha 21. Das ist dieser nette Kasten, den ihr craften könnt. Und wieder funktioniert ganz einfach. Mal wieder mit E zum draufklicken und dann braucht ihr Benzin. Ganz wichtig, Benzin braucht ihr. Und dann könnt ihr links schon sehen, was man denn alles damit oder was er für euch minen soll. Also, ja, wie zum Beispiel Nitrat, Kohle, Sand, Stein, sogar Kabel kann er machen, also Pflastersteine, Lehm, Blei, Eisen. Und Messing, wunderbare Sache, auch voll im Öl. Und das sind immer tausende Stacks. Das heißt, wenn ich das jetzt anschmeiße, zum Beispiel sagen wir, ja, sagen wir doch mal Lehm, dauert 2 Minuten 11 Sekunden. Ach so, genau. Und was auch wichtig ist, ihr braucht verschiedene Drillbits. Wie ihr sehen könnt, hier rechts unter Werkzeuge gibt es ein Tier 1, Tier 2, Tier 3. Drillbit. Und da weiß ich im Ehrlich sein nicht, ob man die craften kann oder ob man die lootet oder ob sie beim Händler gibt. Aber irgendwie wird man da ja dran kommen. Und dann könnt ihr für 1000 Benzin eben tauscht ihr quasi gegen 1000 Lehm. Das zeige ich euch gleich mal, wenn es soweit ist. So, wie ihr sehen könnt, haben wir jetzt eine Ausgabe. Einmal Lehm als Stack können wir öffnen. Ups. Können wir öffnen. Und haben dann 1000 Lehmboden und es waren sogar noch 3 Silberklumpen dabei. Ja, so funktioniert das Ganze. Finde ich eine tolle Sache. So, und in der nächsten Mod geht es um Mod-Slots, also wie viele Mods ihr auf eine Waffe installieren könnt. Fangen wir mal an mit der ganz einfachen Pipe-Pistol, Pipe-Machine-Gun. Selbstgebaute Maschinengewehr hat 3 Plätze anstatt nur 1. Da war es ja egal, ob du Stufe 1 oder Stufe 6 Maschinengewehr hast. Es hast immer 1 Mod-Slot gehabt, jetzt hast du 3. Bei der AK ändert sich das Ganze, da hast du dann 4 Mod-Slots und das nächstgrößere ist das taktische Sturmgewehr, da hast du dann sage und schreibe 5 Mod-Slots, also da kannst du einiges raufknallen, wonach dir ist. Dann kommen wir zur Mod Perk Mastery und zwar verspricht die einiges und hier könnt ihr nämlich alle eure übrig gebliebenen Punkte oder auch schon vorher natürlich eure Fertigkeitspunkte aufverteilen in Sprinter. Zum Beispiel erhöht ja, die Geschwindigkeit bei 4%, 8%, 12%, 16% oder auch die Effektivität könnt ihr noch ordentlich reinskillen, dass man
Ja, weniger Stamina verbraucht. 2%, 4, 6, 8. Das geht sogar bis insgesamt, dass man 25% weniger Stamina verbraucht, wenn man Nahkampfwaffen schwingt. Also, oder Crafting, kann man die Geschwindigkeit erhöhen bis zu 60% der Geschwindigkeit. Das ist schon Wahnsinn. Also es macht auch schon Spaß, hier Punkte zu investieren am Anfang des Games. Da gibt es auch noch mal dann extra was für den Nahkampf und auch für den Fernkampf. Robotics, wunderbar. Man kann dann sogar insgesamt drei Turrets aktiv haben, wenn man hier bei 10 angekommen ist. Und wer wünscht sich nicht drei Junkies an seiner Seite? Gibt doch nichts Besseres. Kommen wir zur letzten Mod. Da gibt es eigentlich gar nicht so viel zu erzählen, sondern eher zum Staunen und Genießen. Und zwar ist es die Old West Migration Mod. Die lässt euch in ein richtig schönes Western-Leben eintauchen, wie ihr sehen könnt. Das ist ein ganzes Viertel, ein ganzer Ort. Nur mit Wildwestgebäuden. Also hier kann sich wirklich jeder Cowboy und auch Indianer austoben. Moment, ich gehe mal kurz in den Gottmodus. Ein bisschen schneller. Gehen wir mal, gucken wir uns das von oben an, Leute. Guckt euch mal an, wie viele POIs das sind. Das hier alles. Das ist die Old West Migration. Wahnsinn, oder? Wie gesagt, alles, was das Herz begehrt. Und es müsste sogar auch einen eigenen Händler haben. Hier vorne gleich. Gehen wir mal wieder raus aus dem Gottmodus. Und wen haben wir hier als Händler? Niemand Geringeres als Bob! Bob! Holy Dude! Ja, jetzt würde ich ein bisschen gleich weiterzocken hier in deiner besseren Stadt. Aber ich bin ja nur da, um die Mod mal vorzustellen, falls es doch jemand gibt, der die nicht kennt. Also, danke Bob, dass du auch dabei sein durftest, dabei warst. Ja. Okay, Leute. Das waren 10 Mods, die Top 10 für den August 2023. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch bitte ein Like da. Ein wohlmeinenden Kommentar oder auch Kritik, wenn es angebracht ist. Immer raus damit. Und ja, falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich auch über ein Abo freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in den anderen Videos wieder. Bis dahin, macht's gut, Leute. Ciao.